Scheiße, Leute. Ah, ich habe die letzte Abdeckung hier jetzt gerade hier hinten, die liegt hier unten drin, geholt und dachte mir, hä, das Holz ist geschimmelt, das ist alles nass hier, wo kommt das Wasser her? Servus Leute, grüße euch. Ja, ich habe jetzt gerade hier mal schnell was aufgehangen. Habe ich ja auf der EMS gekauft. Also wisst ihr Bescheid. In Zukunft. Die Leute, die mich anschreiben. Wie sind deine Termine? Ich habe immer geschlossen. Samstag, Sonntag ist zu. Thema E36, E46. Scheinwerfer läuft an. Aktuell bei den Temperaturen ist es kein Wunder. Weil wir haben jetzt Minusgrade. Dann tagsüber Plusgrade. Dann haben wir feuchtes Wetter. Und ja, ab und zu auch mal trockenes Wetter. Und mit den Temperaturschwankungen, ja, ist halt das Problem, dass die Scheinwerfer gern anlaufen. Hab da jetzt sehr, sehr lange rumprobiert und ausprobiert, was ich machen kann. Aber es hat nie wirklich was geholfen. Also, es haben diese Silikat oder die Silikat-Dinger, glaube ich, heißen die. Oder diese kleinen Salz- Tütchen da, die wo immer überall mit drin sind, dass die Feuchtigkeit aufnimmt. Die haben nie geholfen, egal wie viel ich rein habe oder egal wie groß sie waren. Was bis jetzt geholfen hat, war, wenn ich die Deckel hinten abgenommen habe. Es ist aber auch nicht Sinn der Sache, weil die Deckel halt für die Zirkulation, ja, beziehungsweise wenn die Deckel unten sind, zirkulisiert das Ganze und wir gehen einfach mal raus. Wie gesagt, hier ja dieses kleine Ding da hinten drin. Wir kommen raus. Hier dieses kleine Silika steht drauf. Hat bis jetzt auch nichts geholfen. Der Scheinwerfer ist komischerweise trocken. Ja, Deckel ist drauf. Was mir aufgefallen ist, es ist immer auf der Seite, wo die Frischluft vom Luftfilter zieht. Beim M44 und M43 B19 geht der Luftfilterkasten hier, also der macht hier den Weg so und dann holt er sich hier die Frischluft. Da läuft immer komischerweise der hier an. Fragen mich nicht warum, vielleicht weil hier alles ein wenig enger verbaut ist, wenn man sich das hier so anschaut. Ja, wohl viel Unterschied ist nicht. Und ich sehe gerade, ich müsste mal Spritzwasser auffüllen. Das mache ich dann eben noch. Ja, ich habe jetzt halt einen kleinen Tipp auf Lager, der wo vielleicht funktionieren könnte. Weil ich habe an dem Scheinwerfer hier, oder allgemein an die E36 Scheinwerfer, noch nie, also bei die Bosch zumindest, noch nie irgendwo an so einer Abdeckung hier, oder wartet mal, ich habe an so einem Bosch Scheinwerfer noch nie eine Entlüftung gesehen. Und es muss ein Scheinwerfer haben, meiner Meinung nach, weil es bildet sich ja auch durch die Wärme, wenn die Lampen an sind, ja auch wieder durch die Umgebungsluft wieder ja, Kondenswasser und die Feuchtigkeit sammelt sich ja und es bleibt dann in dem Scheinwerfer drin und dann, ja, kein Wunder, dass die anlaufen. Aber warum immer der auf der Seite, wo er die Luft zieht? Weil beim Sechszylinder läuft die Seite an, also beim 323 jetzt von mir hier nicht, aber bei anderen habe ich schon gesehen und bei die M43 oder ja so weiter und so fort, bei die M50 zum Beispiel, die wo die Luft hierher saugen, läuft immer der an. Hat einer vielleicht einen Tipp oder vielleicht kann er sich das vorstellen, warum das immer so ist? Ich werde jetzt den hier mal kurz föhnen, dass die Feuchtigkeit komplett rauskommt, weil ich habe jetzt die Abdeckung ja unten und dann werde ich mit denen Abdeckungen was machen, weil die ist eh kaputt. Also ich werde diese kleine Abdeckung modifizieren. Das machen wir mal dann gleich.
Ja, also, Scheinwerfer ist wieder frei. Man sieht's. Hier ist jetzt gleich noch ein kleines Stück, aber das geht gleich weg. Wie hier zum Beispiel. Ist ordentlich warm. Was ich noch dazu sagen möchte, wenn ihr da jetzt mit einem Heißluftföhn voll drauf haltet, müsst ihr natürlich jetzt bei den Temperaturen nachdenken. Zwecks Steinschläge in den Scheinwerfern, weil die sind ja nicht mehr die neuesten, ne? Müsst ihr echt aufpassen, dass euch das Glas nicht reißt durch die starke Temperaturschwankung. Baut ihr das Glas Spannung auf. Es kann passieren, dass euch das Glas dann reißt. Deswegen aufpassen, Leute, was ihr macht. Ich habe es schon oft in den Kommentaren gelesen. Du hast das in der Sitzzeit, jetzt ist mein Karre hier. Da tut es mir echt leid, aber für eure Handlung seid ihr selbstverantwortlich, nicht böse nehmen in dem Sinne. Bei mir geht alles gut. Was ich auch noch sagen möchte, beim E46 wird es wahrscheinlich so nicht in der Art gehen, weil, das haben wir jetzt gerade so beim Föhning gedacht, der hat ja Plastik oder Kunststoff, Glas, und da wird es nicht gehen. Da würde ich euch raten, den Scheinwerfer nicht komplett auszubauen, weil wenn ihr ihn komplett ausbaut, dürft ihr nämlich wieder, wie soll ich sagen, das ganze Spiel hinterherrennen und so weiter mit Einstellerei. Oder ihr fahrt 5 Meter vor eine Wand und stellt euch den Scheinwerfer selber ein, wie gesagt. Aber nochmal kurz am Rande, baut ihn aus, macht das Glas sauber, lasst ihn ausdunsten, wenn Feuchtigkeit drin ist. Oder nimmt einen normalen Haushaltsföhn, das geht auch. Der ist nicht so stark von der Temperatur her. Das geht eher, weil Heißluftföhn und Kunststoff verträgt sich nicht. Weil wenn ihr da voll drauf haltet, ihr wisst ja, was passiert dann. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt schnappe ich mir die beiden Abdeckungen hinten und gehe mal rein und modifiziere die mal schnell. Und dann, ja, bauen wir die wieder rein, weil es wird nämlich finster. Scheiße, Leute. Ah, ich habe die letzte Abdeckung hier jetzt gerade hier hinten, die liegt hier unten drin, geholt und dachte mir, hä, das Holz ist geschimmelt. Das ist alles nass hier. Wo kommt das Wasser her? Diese Abdeckung da unten, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wahrscheinlich eher nicht, weil es zu finster ist. Da, wo vom Reserverad man die Luft überprüfen kann. Das war unten und da ist mir das ganze Wasser rein. Fuck, Alter. Jetzt. So, ich habe jetzt mich trotzdem mal um das Problem gekümmert im Kofferraum. Und es war doch ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt hier die alte Platte, ich habe jetzt alles rausgerissen. Ich habe das jetzt nicht gefilmt, weil das hätte jetzt noch zu lang gedauert. Draußen ist auch schon finster. Ich muss dann euch das Ganze mit der Lampe zeigen. Aber schaut mal her. Boah. Nicht schön. Problem ist, die Platte habe ich sofort, wo ich das gesehen habe, raus. Ja, fall um. Weil durch meine Gesundheit will ich sowas nicht im Auto haben, so Schimmelpilz. Das ganze Scheißzeug da, ich finde einfach kein Wort dafür. Ich werde jetzt die Platte reinschrauben. Also die hier. Das ist wieder so Zeug, wo auffällt, aber ich wollte es jetzt bis morgen nicht aufschieben, wo ich das Schimmelzeug da gesehen habe. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze, ne? So. Jetzt baue ich das schnell rein. Ja, jetzt bringen wir wieder hin. Ach so, den brauche ich ja noch. So, nach dem ganzen Hin und Her möchte ich da jetzt eine Entlüftung reinbauen. Und ja, wie ich das am dümmsten anstelle, weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ich habe mir jetzt gerade übers überlegt, da ein Loch reinzubohren. Und dann muss aber wie so ein Knick sein, dass es unten ja wieder entlüften kann. Aber was ich jetzt hier gerade sehe, wir haben jetzt hier bei dem Scheinwerfer Alter Leute, ich bin durcheinander jetzt. Nochmal, bei dem Bosch-Scheinwerfer haben wir hier solche komischen Vertiefungen und hinten Löcher. Jetzt bin ich der Meinung, wenn ich da durchbohre mit einem kleinen Bohrer, welche könnten da passen?
Der könnte zu groß sein. Oder ich bohre hier rein, hier unten. Mach ein fettes Loch rein. Weil das Wasser kann ja im Endeffekt dann wieder nach unten weg. Es kann ja da nicht drin stehen bleiben. So, ich habe jetzt was gefunden. Und zwar einen alten Schlauch vom Spritzwasser. Und da habe ich jetzt was vor. Ich bohre jetzt hier ein Loch hier unten rein. Steck den da durch. Und somit, dass der ja, ich mache den schon noch kürzer, ne? Aber somit kann ich dann eine Biegung erzeugen und es läuft immer wieder unten ab. Ne? Ja, probier mal einfach mal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, jetzt würde ich es gern senken, aber da komme ich leider mit meinem Senker nicht rein. Juhu. Der Achter passt. So. Und was ich jetzt mache, na, das sollte nicht passieren. Ich stecke den jetzt mal rein, bis nicht mehr geht. Weil abschneiden können wir immer noch. So. Jetzt kommt da wieder mein Speedy Fix da zum Einsatz. Der bewirkt nämlich Wunder. So. Und dann nicht in die Dämpfe reingucken, beziehungsweise rein atmen den Spaß, weil das Zeug ist nicht gesund. Alter, warum geht denn das da nicht raus aus dem Scheißloch? Hier ab. Ein bisschen beschissen, weil es ein Gewebeschlauch ist. Sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus, aber das, was komisch aussieht, hat meistens eine beste Wirkung. Ah, man sollte da auch nicht reinfassen. Scheiße, jetzt habe ich so einen Finger kleben. So, ich habe es noch bündig abgeschnitten, hier innen drin, dass wenn ja Wasser drin sein sollte, das auch weglaufen kann. So, sieht ein bisschen lustig aus. Aber das Schöne ist halt, es lässt sich biegen und somit auch eine Luftzirkulation. Da ich ein schlauer Fuchs bin, habe ich natürlich noch eine Entlüftung gemacht. Also es ist eine B- und Entlüftung. Nee, eine Entlüftung und eine B-Lüftung. Also sozusagen, weil wenn ich jetzt nur eine Entlüftung mache, ist es ja Schwachsinn. Es braucht ja immer eine Zirkulisierung, also eine B- und Entlüftung. Also so. Ja, ich hoffe, dass dieses... Jetzt habe ich schon wieder den scheiß Kleber in der Hand. Gerade schon Hände gewaschen. So, ich habe das jetzt fertig. Und jetzt gehen wir mal raus und machen das ins Auto rein. Gut, dass man hier außen diese Lampe schön in die Haube hängen kann. Hat man schönsten Überblick. Und Leute, an der Haube, ich weiß nicht, ob man es sieht, ist noch die Matte dran. Ich habe das einfach hier oben in die Matte gehangen. Das sieht man jetzt zwar nicht. So, Scheinwerfer ist noch trocken. So, jetzt kommt hier unser Spezialgebau rein. Also, macht immer diese Kabel da im Weg. Jetzt irgendwas auskennt? Nee. Und jetzt fummel ich den da rein. Und ist immer so eine richtige schöne Scheiße. So, jetzt muss es da unten rein. So, klack. Zack. Jo. Drin. Ja. Ich würde sagen, erfolgreich eingebaut. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ich gebe euch ja die Tage mal Update, ob es geklappt hat. Und jetzt wollte ich noch mal hinten euch das Ganze da zeigen. Ich nehme das jetzt mal kurz raus. Ist mittlerweile trocken. Das hier mit dem Lappen sauber gemacht. So. Ja, alles was hier lag, musste ich natürlich wegtun. Das habt ihr jetzt gerade schon gesehen. Und ich wollte es euch mal kurz zeigen, ob man es sieht. Ich muss mal die Platte kurz ein bisschen zu hoch nehmen.
So, hier hinten war voll das Wasser drin gestanden, da hinten. Und ihr seht, ich habe hier Silikon rum, weil Silikon macht das schon. Passt wieder perfekt. Dann meine Hühnchen. Das lag immer so drin. Sportwerkzeug. Ich habe leider nicht mehr alles. Das ist echt schade eigentlich. Das Teil war immer so mit drin. No. So, ja, dann schließen wir es halt mal an. Wenn der Saft leer gegangen ist, so, dann leuchtet nämlich hier eine LED. Sobald die grün leuchtet, ist er aufgeladen. So, und in dem Sinne, Leute, muss ich erstmal meinen Handschuh ausziehen. War es das jetzt für dieses Video? Wie gesagt, tut mir leid, wenn da jetzt irgendwie das jetzt vom Kofferraum mit drin ist, aber ich wollte es euch jetzt nicht verheimlichen, verbergen. Ich wollte es einfach auch mit erwähnen. Und die Platte fliegt jetzt sofort noch raus. Die liegt nämlich noch da. Scheinwerfer sind jetzt noch trocken. Ich hoffe es mal. Ich werde es morgen früh sehen. Wie gesagt, wenn nicht, gebe ich ein Update im nächsten Video dazu, ob meine ganze Sache funktioniert hat. Und ja, weil ich wüsste jetzt nicht andersweitig mir zu helfen, weil ich habe das, wie gesagt, mit diesen Dinger da schon ausprobiert, mit diesen kleinen Salzpäckchen, aber hat ja nichts geholfen bis jetzt, ne? Ja, mal schauen, ob dieser Schlauch dann hilft. Und ja, vorhin noch um einen heißen Brei reden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sollte ich jetzt irgendwas vergessen haben, schreibe ich es in die Kommentare rein. Und in dem Sinne, Leute, wem das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, nettes Kommentar und natürlich ein Abo, wenn ihr jetzt neu auf dem Kanal seid. Also, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Servus.